Gordon Treper, 3. Klasse, 9. Mittelschule Ebenfurt. Wegschauen verboten, Weiterdenken erlaubt. Sehr verehrtes Publikum, Drago Kubica. Ich habe einen Cousin mit dem Namen Marco. Eigentlich ist er mein Großcousin, der Sohn von meinem Partner Onkel Valentin. Marco ist im März 2020 zur Welt gekommen. Er erlebt seine ersten Monate also in einer ganz besonderen Zeit. Il mio progetto è qui in meno Marco. Voglio stare sì, non come Valentina. Marco è oggi mio amore, due figlie dei vaxi dei godini. Un suo il freddo mi siete, tu giegava un vrlo posto non breve. Manchmal glaube ich, alles steht still. Ich erlebe meinen Unterricht allein vor dem Computer, meine Freunde sehe ich nur am Handy, meine Schwester dafür leider 24 Stunden. Prisilien sam postati samostalniji jer svoje vrijeme za učenje moram organizirati sam. S druge strane, gubim osjećaj za vrijeme jer normalna dnevna ritam više ne vrijedi. Wenn alles ruhig ist, keine Hektik, hat man die perfekte Zeit, ein bisschen zurück, aber auch vorwärts zu schauen. Was ist alles passiert, seitdem ich auf der Welt bin? Šta je dobro prošlo i gdje su bile velike katastrofe? Wo haben wir viel zu wenig hingeschaut? Warum haben wir vielen Dingen nicht weitergedacht? Wie wird die Welt in 13 Jahren von meinem Großcousin Marco sein? Naravno da su mi roditelji i internet malo pomogli da odgovorim na neka od ovih pitanja. In einem Geburtstag 2007 hat Steve Jobs das iPhone präsentiert. Er sprach damals von einem revolutionären Gerät, was die Welt verändern wird. Das stimmt sicher. Und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Pored mnogih prednosti koje tehnologija donosi, možemo vidjeti i nekoliko problema s kojima se susrećemo, posebno u vrijeme koronske krize. Nicht nur in China wird die totale Überwachung mit diesen elektronischen Spielzeugen möglich. Was mache ich wann? Wo, mit wem, wie lange, warum, wie und so weiter. Und wer weiß das dann? Velika je opasnost da uskoro neće samo Markova mama znati kada i s kim ciklom na igralištu. Ich darf meine Freunde jetzt noch im Netz treffen. Hoće li Marko odrasti samo u ovom virtualnom svijetu? Der Winter 2012 war mein absoluter Lieblingswinter. Wir hatten so viel Schnee, dass ich mit meinem Vater und meiner Schwester im Garten einen Schneemann bauen konnte. Još se dobro sjećam koliko sam bio sretan kao sam smio igrati po snijegu cijeli dan. Marko klični je bohatno njih. Ove godine je bio samo na TV-u i to mu još nije dopušteno. Wenn wir in der Schule über den Klimawandel und die Erderwärmung sprechen, bekomme ich Angst, dass Marco diese weiße Pracht überhaupt noch mehr im TV oder einmal im Jahr beim Skifahren als Kunstschnee kennenlernen wird. Ich frage mich, ob der dringend notwendige Umweltschutz nach der Corona-Krise wieder wichtig wird. Ich genosse nahe, dass mein Virus nicht im Monster der Ustali die Klimaskriptionen nennt. Die große Flüchtlingswelle 2015 habe ich mitbekommen, als plötzlich Kinder aus Kriegsgebieten wie Syrien und Afghanistan neue Mitschüler wurden. Bilo je depresivno, čut njihove priče, kroz što su morali proći kao djeca. Ich befürchte, dass viele Menschen auch in Zukunft wegen Kriegen aus ihren Heimatländern flüchten müssen. Ali klima će također rotirati ljude iz njihovih zemalja. Ich stelle mir vor, ich lebe als Vater in einem Land, in dem die Hitze und Dürre nicht zulassen, dass ich für meine Familie sorgen kann, weil ich nichts anbauen kann und keine Arbeit finde. Prije gadovanja zgrabio bih svoju obitelj i počeo bih tražiti bolju zemlju i život. Ich hoffe sehr, dass Marco aufpassen kann, ohne täglich von vernichteten Landschaften, Naturkatastrophen, ausgestorbenen Tierarten und schrecklichen Schicksalen hören zu müssen. Nadam se da će Marko moći odrasti
Bez da čuje svaki dan za prirodne katastrofe, uništene krajolike, izumrle životinjske vrste i ljudske sudbine. Arsena na kroatischen Großfamilie passt sich in unsere traditionellen Familienfeiern auf. Mnogo mojih rođaka žive na Balkanu po dijelima Europe i Amerike. Želio bih maku da se još uvijek održavaju mnogi naše velike obiteljske proslave i da možemo zajedno slaviti. Vielleicht auch Wochen mal, so wie ich, mit Freunden und Familie jubeln, als Kroatien 2018 bis ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft geschafft hat. Und jetzt, 2020, stecken wir in dieser Pandemie. Da može veća mjera opreza važna kada su u pitanju zaštitne maske i lijekovi. Und das hoffe ich die Menschen, die jetzt als Helden im Supermarkt und in der Pflege gefeiert werden, auch nach der Krise besser bezahlt und geschätzt werden. U svakim slučaju ne želim slaviti još jedan rođendan u karantenu, a naravno to ne želim i Marku. Ich weiß, dass es noch viele andere wichtige Entwicklungen im Großen und im Kleinen gibt, auf die wir genau schauen müssen und wo wir wirklich unser Hirn verwenden müssen. Damit mein Großcousin Marco und ich in 13 Jahren, da bin ich auch noch nicht so alt, eine lebenswerte Welt verfinden. Znam da postoje mnogi drugi važni događaj, veliki i mali, na koje moramo dobro pogledati i gdje doista trebamo upotrijebiti svoj mozak. Tako da bi moj rođak Marko i ja za 13 godina, tada neću nija biti toliko star, naši svijet u kojoj vrijedi živjeti. Puno hvala na vašoj pažnji. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ostanite zdravi. Bleiben Sie gesund.